Digital ist nicht das neue Analog. Die im Rahmen der Pandemie erfolgten, oft überhasteten Digitalisierungsvorhaben haben eines schmerzhaft gezeigt. Das einfache Übertragen von kulturellen Erlebnissen in den digitalen Raum funktioniert nicht nur meistens wenig, sondern es entwertet im schlimmsten Falle das Angebot und damit seine Produzierenden. Für einen Green Deal müssen hier völlig neue Formate und Angebote gedacht werden, inklusive Nachhaltigkeit und Monetarisierung von Kunst. Eine neue Form im neuen Rahmen.